Ein letztes abenteuerliches Emporquälen durch den Fels des krönenden, von Rinnen, Vieren und Blockwerk durchsetzten Gipfelaufschwungs. Ein letzter Felsvorsprung. Längst als Ultimatum menschlichen Willens, als äußerster Punkt allen Wagens und Könnens ins Auge gefasst. Kriechend, vernichtender Erschöpfung nahe, ist endlich erreicht. Und nun, was hat der ungeheuerliche Berg als letztes im Hinterhalt? Eine kleine Mulde, ein paar Meter hängenden Schnees, und da ist der Gipfel, der Sieg. Ein verfirnter Höcker, 8.125 Meter hoch, von dem nach allen Seiten grausam die Jähe niederbricht. Wahrlich ein grandioser Thron für den winzigen Menschen, der als erster auf dieser Höhe steht. Für dieses großartigste Bergabenteuer, das je ein Mensch bestanden hat. Todmüde fällt dieser Mensch nieder in den Schnee. 17 Stunden in unbeschreiblicher Willensanstrengung hat er durchgekämpft. Hermann Buhl, Bezwinger des Schicksalsberges der Deutschen.